Ahoi Leute und willkommen zurück zu Let's Play Lego Flug der Karibik. Wir sind hier beim Treffen der Piratenbruderschaft und ich hänge gerade an einen Aufgabe, weil ich nicht weiß, was ich tun soll. Wir haben jetzt aktuell den Wachhund schon mal. Aber wir kommen nicht weg, weil wir irgendwas nicht finden. Und hier in diesem Raum, Moment, können wir hier vielleicht raus? Nee. Ich sage, sonst könnte ich da rausgehen. Bevor ich jetzt google, wollte ich erstmal ein bisschen gucken, ob ich nicht irgendwas machen kann. Und bisher sieht es schlecht aus. Also hier mussten wir den Hund für holen. Kann ich einfach so ranspringen oder so? Kann ich irgendwie zielen? Habe ich keine Ahnung. Ich glaube, ich muss nachgucken. Ja, okay, es war mal wieder extrem leicht. Ich habe nachgeguckt. Also ich habe es einfach nicht verstanden, dass ich es machen soll. Aber ich kann mit dem Doggo da einfach ranspringen und der kann sich daran festhalten. Super. Ich habe damit halt nicht gerechnet, dass ich mit dem Doggo da ranspringen soll. Gut, war ich einfach nur blöd. Das hätte ich auch noch im letzten Part schnell machen können. Hätte ich gewusst, was ich jetzt zu tun habe. Ich habe halt gedacht, ich muss halt irgendwie so ein Ruder sowas holen, damit ich an dem Ding drehen kann. Aber jetzt sollte hier das Level auch vorbei sein. Metal, Leute. Croissant. Die müssen jetzt jemanden wählen. Ganz so lief das nicht. Im Film haben jemanden gewählt. Und sie ist jetzt wirklich die Piratenkönigin. Und jetzt kriegen wir den Krieg. Nimmt sie alles mit. Hallo Will. Der hohe Rat der Burschaft. Level abgeschossen, Beispiel freigeschaltet. Wir haben Kapitän Elisabeth freigeschaltet. Ende. Barpirat. Und das Geld verdoppelt. Und wir haben alles bis auf einen bekommen. Auch wenn ich weiß, wo ich den letzten herbekommen hätte sollen, aber gut. Naja, egal. Minikette haben wir, glaube ich, zwei oder drei. Nur eins, okay. Ich dachte, wir hätten mehr gehabt. Goldenstein haben wir. Ein fürs Level, ein für War Pirat. Und da würde ich sagen, machen wir gleich Geschichte fortsetzen. 3 Minuten haben wir jetzt verbraucht dafür. Dann können wir das letzte Level auch noch fertig machen. Ja, das Mini-Kit-Schiffe, sag ich mal. Das ist tatsächlich sogar love-friendly. Im Film saß er wirklich in einem, in einer rustigen Badewanne. Okay, die tauschen jetzt gegenseitig durch. So, hier sind unsere Trinkets. Sie wird jetzt zur Göttin Kalypso wieder. Und wir sollen Sachen machen. War Pirat direkt geschafft? Nice. Erstmal das kaputt klappen, würde ich sagen. Das ist das Wichtigste. Okay, wir haben Elisabeth, wir haben Barbossa und wir haben Will. Der immer noch eine Axt hat, warum auch immer. Okay, er braucht seinen komischen Regenschirm. Und da müssen wir die ganzen Trinkets finden. Das ist mein Croissant. Dafür brauche ich eine Fackel, super.
Okay. Da ist schon eine Fackel, perfekt. So, hier, viel Spaß. Ach, meine Fresse. Hier, viel Spaß. Nein, nimm doch jetzt diesen blöden Regenschirm. Das ist so schrecklich. Nein, immer noch nicht. Ich muss wirklich in ihm stehen, um ihn zu geben. Ja, okay, dann haben wir schon mal das erste Trinket. Müssen wir einfach alle 8 Trinkets finden. Ich weiß gar nicht, ob Trinkets so der richtige Begriff dafür ist. Ich weiß nicht, wie das im Film genannt wurde. Dann können wir erstmal den Croissant holen, würde ich sagen. Geh weg, du da Kraken. So, ist auch nochmal größer geworden. Könnte ich noch kaputt machen? Nö, schade. Da ist noch eine Muschel. Weg mit dir. Schon wieder 5 kaputt machen von denen. Da ist so ein Minikit, wo wir wahrscheinlich was zerschreien müssen oder so. Das mal kaputt macht, dann können wir hier hoch. Ach nö. Was machst du denn? Danke, Spiel. Ach nö. Okay, die wird immer aufgeblasener. Okay, können wir es nochmal hoch. Wahrscheinlich sollte man mit allen Charakteren noch, damit man mehr mitnehmen kann oder so. Kann ich die da, die Lampen dann nicht zerstören? Nee, auf jeden Fall von hier aus nicht. Okay, das war jetzt mäßig erfolgreich, würde ich sagen. Schade, ist kein Minikit versteckt. Nehme ich einfach mal mit. Achso, ich kann ja sowieso runterfahren wieder. Super Spiel. So, 4 Stück haben wir jetzt schon. Wo könnte noch was sein? Hier ist noch was, habe ich gar nicht gesehen vorher. Danke für nächstes Spiel. Jetzt fehlt nur noch der Rettungsring. War das nur das 7. dann gewesen oder nicht? Wo könnte der jetzt noch sein? Wir hier vielleicht was machen? Okay, irgendwie klappt das nicht so richtig. Ah, hier ist was. Habe ich vorhin nicht gesehen. Hallo. Dankeschön dafür. Aber erstmal guck ich nochmal durch, ob ich noch was sehe. Und da ist noch was. Danke fürs Minikit. Sehr cool. Spiel. Wirf es doch einfach rein. Es ist so viel verlangt. Okay, 5 von 8 waren es nur. Und jetzt haben wir ein Krabbenmonster erschaffen.
Okay. Okay, Kanone aufbauen, kriegen wir hin. Erstmal alles zerschlagen, würde ich sagen. Ich verstehe nicht, warum jetzt die Riten sind das ja, glaube ich, zusammen mit den Piraten arbeiten. Also klar, Davy Jones steht unter deren Kontrolle, aber ist irgendwie trotzdem so komplett komisch. Okay, Jack Sparrow haben wir gerade nicht, das heißt, können wir nicht machen. Ja, das Ding hier kaputt machen. Warum ist irgendwas aus Holz? Nicht aus Holz, ist Lego. Was machst du? Also wahrscheinlich ein paar Mal drehen, dann machst du einfach Sachen. Gut, haben wir das gemacht? Kann ich was hier bauen? Da hast du Krabben weggespült, verständlich. So, hier hinten ist aber soweit erstmal nichts, was ich machen kann. Au! Unhöflich. Okay, gut, ich habe nur eins damit zerstören. Ist er viel zu hoch? Das hat geklappt. Aber die Köpfe entfernen von den Leuten, auch nett. Die gibt doch hier, ist meine Güte. Und einmal. Bumm. Sieht gut aus. Hallo Jack. RIP, kleiner Will. Wir haben die Szenen gar nicht mit eingearbeitet, wie die heiraten während des Kampfes. Warum kann ich da nicht hin? Okay, dann einmal die Dutchman weiter begutachten und gucken, ob wir noch was tun können. Au. Schiebe ich die erstmal nach hier. Und dann haben wir zwei Sachen, die wir mit Jack machen können. Da war eine Muschel, die habe ich nicht gesehen. Eine ist links noch und dann vielleicht noch eine rechts oder so. Oh, ich kann ja gucken, ob ich hier was finde. Okay, da komme ich aber aktuell nicht hin. Okay, ich habe ihn auseinandergebaut, das gehört da wieder mir. Also vielleicht kann ich da... Ach, ist gecrashed, oder? Ja, ist gecrashed. Super, danke Spiel. So, wieder alles nachgespielt. Es muss ich etwa wieder so weit sein, wie ich vorher war. Würde ich sagen. Ich hoffe, das Spiel crasht es nicht nochmal. So, hier habe ich alles gemacht. Ich habe den Typ hier schon befreit. Das heißt, ich könnte erstmal durchgucken, wohin mich das führt. Jetzt fühle ich mich tatsächlich noch hier oben. Jetzt zerstören wir hier nochmal alles. Das ist immer so komisch, wenn man da
hier privat wieder zurückspielen muss und dann halt die ganze Zeit nicht wirklich redet und dann, dann ist man wieder in das Play drin und dann muss man wieder reden. Das ist so komisch für mich. Ich habe jetzt keine Ahnung, was mir das gebracht hat, dass ich jetzt die Land war, aber ja, wir gucken einfach mal, wohin mich das hier alles führt. Okay, was habe ich jetzt hier für? Okay, wo führt mich das hier dann hin? Also 1000 oder was? Das war's. Hier ist noch was Cooles für. Schade. Okay, das verstehe ich nicht. Vielleicht ist Davy Jones dann da später oder so. Achso, ich habe das Ding hier, es ist runtergefallen, nachdem ich hier fertig war, damit die da auch rankommen. Verstehe. Ich hätte oben auch noch mal rangekommen, glaube ich. Muss ich gleich mal gucken, ob ich mit Elizabeth vielleicht rüberspringen kann. Da seht ihr einen Doppelsprung. Das ist ja hier hoch. Mir gefällt das besser mit Jacks Ding, weil man halt schneller ist. Okay, ja, ich komme hier hin, aber hier ist nichts. Ich verstehe nicht, warum man immer so, also warum der Sprung hier so hoch sein muss. Das können wir aufbauen, habe ich ja nicht gemacht hier. Was der Affe hier macht, weiß ich auch nicht. Au. Na gut, habe ich verdient, da war ich immer blöd. Wo ist er denn jetzt? Okay, es ist wieder oben. Also gehe ich nochmal hoch. Aua. Nicht währenddessen schlagen, meine Freunde. Ich muss sagen, bisher gefallen mir die Bosskämpfe in dem Spiel nicht so premium gut. Anscheinend habe ich es geschafft. Davy Jones Herz. Ja, es ist für immer weg. Und jetzt ist er Davy Jones. Quasi, also ein Nachfolger. Jetzt schön hier wegfliegen. Servus, servus. Das Schiff war definitiv größer von den anderen Leuten. Und die Szene habe ich im Film auch nicht verstanden. Er hätte doch einfach zurückschießen können, beide versenken können, aber nö. Das habe ich nicht verstanden. Der Strudel hat abgeschossen, zum Beispiel freigeschaltet. Er ist ein wahrer Pirat, mal wieder. Ich habe es gar nicht mehr geguckt, ob ich noch was hätte finden können von den Sammelgegenständen. Na egal, machen wir einfach ein Spiel dann. Ja, dann wird das und das. Die andere habe ich jetzt nicht explizit gesucht. Ein Minikit nur. Also Minikits sind echt wenig im Spiel. Und dann kriegen wir zwei neue goldene Steine, einfach Level, einmal für ein wahrer Pirat. Können es theoretisch noch weitermachen, das ist mal so,
eine Sache noch weiter bauen, die beim Leuchtturm, aber es ist nicht so, was wir heute machen würden. Ihr seid doch keine Monster mehr. Nur viel Spaß mit dem neuen Herzen. Und die ganzen Leute sind jetzt auch wieder normale, also normale Untote, wenn man das so sagen kann, Seeleute. Und keine Wassermonster mehr. Und hier sind wieder Tortuga. Jack möchte sein Schiff zeigen und das ist wieder weg. Und da ist ein Kelch. Das ist wahrscheinlich ein Teaser für den nächsten Film. Ich glaube, Fremde Gezeiten heißt das. Das ist also was mit ihrem Sohn und der Vater ist Will. Ist aber cool, dass sie auch die, diese Nach-Credit-Szenen dann noch so eingebaut haben. Echt ganz cool gemacht. So, wir haben jetzt eine Menge Geld und können an diesem Part das rechts aufbauen. Gibt es noch was ich schnell kaufen kann? Hier, euch. Ehrenmann Jokard. Madame King. Cheng. Ich dachte Ging, das war Cheng. Und die restlichen Leute? Ich möchte euch gerne alle kaufen, bitte. Wir kommen, nehmen wir mal mit, ne? Extra Herzen. Und da was ab, haben wir auch gekauft. Eigentlich hoffe ich, dass hier noch ein paar Leute rumlaufen, dass sie noch schnell kaufen können. Also ich sage nicht, dass ich das hier zusammenbaue, aber ja, wenn ich schon hier bin, dann nehme ich es auch gleich mit. Herzen generieren kaufen wir uns auch. Wie bist du denn? Enrod. Was zur Hölle seid ihr alle? Warum laufen hier rum? Hier, dich kann ich noch kaufen. Lord Cutler Beckett. Geld mittlerweile nichts mehr wert. So, haben wir hier jetzt, glaube ich, alles in dem Bereich gekauft, ne? Ich könnte mir auch langsam mal schnell Schmieden kaufen. Ja, machen wir im nächsten Part. So, dann lohnt sich gleich mir das anzumachen, weil ich ja sowieso gleich ausmache. Ich werde erstmal sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, ciao.